Samstag, 22. August. Ich bin gerade mit dem Fahrrad und mit meinem Drohnenkoffer hinter die Halle gefahren, weil irgendwas stimmt hier nicht. Wollen wir mal gucken, was hier los ist? Was ist denn da los? Ja, moin! Was ist hier los? Irgendjemand dabei, der nicht gefilmt werden möchte? So, nochmal offiziell. Moin. So, wir haben auch noch Besuch bekommen. Netter Mann vom NDR. Treckerfahrer dürfen das Online-Redaktion. Und der will ein bisschen mitfilmen. So, und ich mache jetzt hier mal meine Drohne, wie er lieber sagt, fertig. Dass wir doch ein bisschen was aus der Luft haben, ne? Das wäre doch mal was Feines, wenn das läuft. So, hoffen, dass der Akku... Ah, der ist voll. Glaubst du das? Ein Träumchen. So, aber mit Starten hat er noch einen Augenblick Zeit, glaube ich. Da wird auch eine Drohne vorbereitet. Ganz was Neues hier auf dem Hof, ein Hirsch von André Kück. Wer sagt denn mir was? Sprechen können wir alle nicht. Kamera hat er an, dann will ich mal meinen Kopf da hier in Gang bringen. Der Plan ist, den Drescher jetzt aufzuladen und das ein bisschen mit zu filmen. Und wenn ich das richtig verstanden habe, soll das bei Treckerfahrer dürfen das bei Instagram dann erscheinen. So, der ist an. Zuck, zuck. So, ich hoffe, ich habe jetzt nicht den falschen Akku drin, weil einer von denen ist platt, ne? Jo, Leute. Guck, was er sagt. Nein, ich will jetzt kein Update machen, sag mal. Spinnst du? Never touch a running system. Soll er 100%, sagt er hier, Akku. GPS finden bitte, danke. Oh, Christoph ist schon in der Luft. Wie kann er das so schnell hinkriegen? So. The home point has been updated. Danke. Check it on the map. Diesmal sogar mit Homepoint. Nicht so wie letztes Mal. Los. Oh, nein. Nee, keine Ahnung. Drin und noch ein bisschen aufgedreht und die anderen 125.
ein bisschen los ist. Das ist zu lose, oder? Ah ja, das ist zu lose. Papa muss dann mal wieder rüber. Den zieht er dann noch nicht, oder? Das meine ich. Kannst ein bisschen brennen. Da war der Gang noch drin, deswegen. Wenn was passiert. Ich gucke ja im Rückspiegel, deswegen ich kann ja Bescheid sagen, wenn der Captain. Du, ich wollte nur sagen, da ist irgendwas los bei dir. Ja, da fehlt was. Da fehlt ein Treffer. Wir müssen hier schon lieber Berechnung umstellen. So sieht das aus. Habt ihr Luft rausgelassen? Nö. Oder wäre das so? Yes. Fugi hat den Kraft fallen lassen. Das muss so. Ordentlich festgespart. Hast du da was zum Festziehen? So, wir singen!
bleib mal stehen. Tilda, stopp. So, ist drin. Halt, 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 halt. Sonntag, 23. August. So, Jens hat eine saugend schmatzende Haube für den Schornstein gebaut vom Backofen. Geil. Jetzt ist fertig. Nächste Woche haben wir abgeschnackt. Da wollen wir das erste Mal so ganz bisschen vorsichtig einheizen, kleines Feuer machen, ausgehen lassen, hatte ich ja schon mal erzählt. Ne? Ganz vorsichtig, dass da keine Risse kommen, möglichst keine Risse kommen. Jo, so, ansonsten ist das nun schon wieder 10:45. Die Zeit rennt. Ich habe heute ganz schön lange gebraucht für den Laden, aber ganz schön viel Arbeit. Und Ina ist jetzt dabei, Vorbereitung fürs Café. Geht ja 13 Uhr gleich wieder los. Und wir trinken jetzt, glaube ich, noch mal eine schnelle Tasse Kaffee zusammen. Ja, ich glaube, das ist ein guter Plan. Also, falls ich heute nicht mehr anknipsen sollte, was durchaus passieren kann, dann sehen wir uns morgen. Achtung, morgen ist Montag. Hui, Moinsen, Montag, 24. Ich sehe zu, dass heute nicht viel schief geht. Ich nehme heute auch nicht viel auf. Besser ist das. So, hier läuft hier schon was von der Zwischenfrucht auf. Wir haben regnerisches Wetter. Gott sei Dank. Ich habe jetzt noch nicht wieder ein Regenmesser reingeguckt. Das sind... Ach Mann! So, Entschuldigung. Das sind... gestern irgendwo bei 10 mm gewesen, über den groben Daumen. Und jetzt nieselt es noch ein bisschen weiter, also das passt schon ganz gut. Das passt schon ganz gut. So, ja, gestern, das war mit dem Wetter echt passig, muss ich sagen. Also das hat geregnet, bevor wir das Café aufgemacht haben, dann 13 Uhr. Weiß ich, 13:30 hat es dann nochmal einen Schauer gegeben, aber auch kräftig, kurz und hart. Er hat kurz und hart gesagt. Und danach war Sonne. Und dementsprechend war auch echt gut besucht gestern. Ich glaube, dass bis auf einen Tisch, der sich da beschwert hat, wo ich dann auch noch hin war, waren, glaube ich, auch alle zufrieden. Zumindest haben wir sehr viel positives Feedback bekommen. Falls da, und das kann ich immer nur wiederholen und nochmal sagen, falls da jemand unzufrieden war, dann tut es uns wahnsinnig leid. Aber die Mädels, die geben alle ihr Bestes. Und ja, ich bin dann nachher noch dazu gekommen, habe gespült, weil das nicht zu schaffen war. Ja, wir tun, was wir können. Wir tun, was wir können. Wir wollen, dass alle zufrieden sind. Wir wollen, dass sich alle gut aufgehoben fühlen und ja, mehr als arbeiten können die da alle nicht. Ne? Also das ist dann so. Aber ich glaube, wie gesagt, dass mit denen ich gesprochen habe, die waren sehr zufrieden. Von daher sind wir erstmal auch zufrieden. Nichtsdestotrotz arbeiten wir natürlich weiterhin an uns. Wir wollen natürlich auch noch besser werden. So. Wir wollen gucken, ob wir eventuell noch mal einmal Speisekartoffeln liefern dürfen. Ist natürlich jetzt auch wettermäßig, muss man gucken, ob man, also bei Regenroden geht nicht. Da muss man sehen, wie es geht. Würden wir gerne. Sonst, so hier
da noch mal einmal Prinzess rausnehmen, dass wir mal einmal einen Zug oder vielleicht auch gerne zwei oder drei Züge Prinzess wegbekommen. Gala ist nach wie vor sehr schwer, da was loszuwerden. Einen Zug haben wir ja liefern dürfen. Ja, muss mal sehen, wie wir damit weitermachen. Auf jeden Fall kommen wir am Vorgewende jetzt ja endlich an die anderen Kartoffeln auch ran. Also soweit haben wir es hier wegbekommen. Da muss man halt ein bisschen mehr zirkeln beim Roden, aber wir kommen ran. Also von dem her steht dem nichts im Wege. So, und jetzt kommen wir hier auch noch am Mais, wo wir auch beregnet hatten. Der erste Schlag Mais, den wir beregnet haben, wo wir auch gehäckselt haben, alles in den letzten Vlogs zu sehen. Und der atmete jetzt auch sichtbar auf. Beregnung ist alles komplett zu Hause. Die Schläuche sind sogar vom Autowagen runter, also Pritsche ist gerade leer. Ich denke und hoffe, dass die Beregnungssaison somit für uns, da kann man einmal durchgucken, somit für uns jetzt auch Geschichte ist 2020. Habe ich auch nichts dagegen, wenn wir durch sind. So, und die Kolben, die sehen jetzt auch gar nicht so. Wir können noch mal einmal kurz, komm, einmal kurz ein bisschen reingucken hier. Stärkekartoffeln, eigentlich wollten wir heute Morgen roten, aber Lona konnte nicht. Das wird jetzt morgen passieren. Wir können wieder Dienstag, Mittwoch, Donnerstag liefern, also drei Züge die Woche. Mal sehen, wie das denn morgen alles so reinpasst. Ich stehe jetzt hier noch im T-Shirt, aber langsam wird es wirklich ein bisschen frisch. So, hier ist die Vorgewende-Fahrgasse. Und das hier, wenn man da jetzt mehr von kriegt, von solchen Kolben hier, das ist gleich der erste. Das sieht ja schon mal ganz, ganz geschmeidig aus. Na, das ist natürlich mit einer Hand jetzt ein bisschen doof, aber hoppala, nee. Quietsch. Ja, also da geht noch was. Da braucht man jetzt auch nicht ans Häckseln denken. Absolut nicht. Der kann noch ordentlich Masse machen, der kann noch ordentlich die Kolben füllen. Dann wird das nicht so schlecht, wie ich zeitweise befürchtet hatte. Hier sieht es auch natürlich besser aus als an anderen Standorten, aber man merkt das hier tatsächlich auch. Der Beregnungsgang, das war schon richtig. So, und jetzt kann es noch immer mehr ein bisschen mit reinregnen, sodass wir vielleicht irgendwann mal eine Durchfeuchtung hinbekommen. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nichts zum Graben mit, aber nee, da müsste ich jetzt eine Schaufel haben, die habe ich leider nicht. Wie weit das durchfeuchtet ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber wenn es noch weiter nieselt und regnet, dann bin ich ja guter Dinge. So, ja, und nochmal auf das Thema Fahrgassen, genau, Fahrgassen zu kommen. Irgendjemand fragte ja, ob wir nicht Fahrgassen machen wollen zukünftig. Das ist eine Fahrgasse, ne? Was ich ja schon mal im letzten Video, glaube ich, kurz angesprochen hatte. Hier in der Mitte der Fahrgasse sind natürlich zwei Reihen und das ist das, was wir weggehäckselt haben beim Schneisenhäckseln. So, und hier vorne dementsprechend, so würde das überall aussehen, wenn wir keine Fahrgassen hätten, ne? Hier, wo wir jetzt reingefahren sind, quer durchs Vorgewende. Ja, so, dann ab in den Autowagen. Hier sehr aufgeräumt, ne? Ja, fast. Viertel nach elf. Sagt die Uhr. Gleich geht es noch mal ein bisschen Direktvermarktung weiter. Und dann muss ich noch fürchterlich viel Gehirnschmalz aufbringen. Einige Dinge noch durchrechnen und grübeln und planen und überlegen. Und da ist dann nichts bei zu filmen. Aus dem Grunde soll es das jetzt gewesen sein für den Mittwochsvlog. Aber ich glaube, das ist vom Material ja mal ganz cool mit dem Fortschritt aufladen und so. Hat wieder Spaß gemacht mit Lukas, Christoph und Yannick. Also ihr könnt gerne wiederkommen. Das ist immer wieder lustig. Ja, ich weiß gar nicht. Ich glaube, ich habe in diesem Vlog gar nicht geflucht, oder? Ich hatte, glaube ich, gar keinen Grund zum Fluchen. So, und da heute Montag ist und ich jetzt die Aufnahmen beende, ist, wenn, falls ich auf Montag jetzt noch fluchen werde, das erst am Sonntag im Video zu sehen. Lasst uns überraschen. Lassen wir uns einfach überraschen. Also, liebe Leute, vielen Dank mal wieder fürs Einschalten. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich hoffe, es hat euch wieder Spaß gemacht.
Der Einblick in den Wahnsinn. Und wir sehen uns auf jeden Fall am Sonntag alle frisch, fromm, fröhlich, frei. Fröhlich, fromm, ja, frisch. Frisch kann ich nicht versprechen. Frisch kann ich absolut nicht versprechen. Aber wir arbeiten dran. Wir arbeiten dran. Wir haben uns fest vorgenommen, diese Woche mal ein bisschen, irgendwie wie auch immer, ein bisschen früher ins Bett zu kommen als die letzten Wochen. Mal sehen, ob das klappt. Bin gespannt. So, also, bleibt mir nur noch eins zu sagen. Danke, reinhauen. Fürsing!